Oh, ihr seid's ja wieder. Nun ja, nachdem ich so ungefähr vor 10 Monaten meinen Plan angekündigt habe, wie ich mit YouTube so weitermachen will und dass ich es wieder richtig viel raushauen will, da habe ich mir vielleicht einfach mal gedacht, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um vielleicht mal zu schauen, wie das Ganze denn so gelaufen ist. Chris, du musst einfach wieder deiner Bestimmung nachgehen, die Menschen zu unterhalten. Ja gut, also... Willkommen zu einem weiteren Video. Der ein oder andere mag sich jetzt fragen, hey Chris, was war mit dir denn ein Jahr lang? Und darauf kann ich einfach antworten, hey, ich habe keine Ahnung, Leute. Aber ich denke, es hat sich doch einiges geändert. Einerseits habe ich mein Zimmer verändert, was man vielleicht schon irgendwie sehen kann. Andererseits war ich auf der Gamescom 2016, wofür ich auch einen Vlog von allen Tagen geschnitten habe und den seht ihr jetzt einfach mal hier kurz eingeblendet. Ja, also, das war aber nicht alles, was letztes Jahr passiert ist. Außerdem habe ich auch meinen Führerschein gemacht, also, das ist schon mal etwas. Und ich bin jetzt ja auch in der Oberstufe des Gymnasiums und hey, ich habe gar nicht gedacht, dass das so scheiße ist. Leute, wenn ihr jetzt gerade in der 10. seid und nächstes Jahr in die 11. kommt, glaubt mir, es wird scheiße. Aber hey Chris, das sind doch alles nur Kleinigkeiten. Das ist doch alles kein Grund, um nicht mit YouTube weiterzumachen. Da muss es doch noch irgendwas anderes geben, höre ich euch sagen. Und ich sage euch, ihr habt recht. Über die Monate habe ich mich intensiv mit etwas Neuem beschäftigt. Ich habe einen tieferen Sinn in meinem Leben gesucht. Ich werde gerade auf Discord angerufen. Das ganze Jahr über habe ich angefangen, Connections aufzubauen. Ich habe nur von den Allerbesten gelernt. Und letzten Endes, da gelang es mir, einen Einhornkuchen zu backen. Sehen Sie jetzt exklusiv das Backstudio mit Wolrichris. Und Mai und Luna und Justin, bitte nicht zu Hause nachmachen, es kann zu ernsthaften Lebensmittelvergiftungen kommen. Und damit willkommen zu unserer heutigen Sendung, wo wir uns diesmal an einen neuen Trend aus Amerika versuchen werden. Zunächst ist es wichtig, ein Rezept aus einer renommierten und von Backprofis anerkannten Quelle zu erhalten. Die hierin benötigten Zutaten schreiben wir uns nun auf ein Blatt heraus. Nun sind wir bereit, uns die ausgesuchten Lebensmittel zuzulegen. Aber auch die Wahl des richtigen Marktes ist von essentieller Wichtigkeit. Wenn Sie das Geschäft nun betreten und von der ganzen Auswahl förmlich erschlagen werden, keine Sorge, im Folgenden einige Tipps, wie auch Ihr Einkauf erfolgreich verläuft. Haben Sie stets eine Person bei sich, die für Sie alle Einkäufe trägt. Auf diese Weise müssen Sie kein Geld als Pfand für Einkaufswegen aufwenden. Das könnten wir als Glasur verwenden. Denken Sie unkonventionell, nicht immer sind alle benötigten Zutaten auch verfügbar. Und sollten Sie während Ihres Einkaufs andere benötigte Artikel finden, so nehmen Sie diese am besten gleich mit und sparen sich somit eine weitere Anreise des Geschäftes. Oh, das brauche ich auch noch. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben jetzt Ihren Einkauf abgeschlossen und sind bereit, mit dem Backen zu beginnen. Gerade vor wie in einer billigen Kinderserie. Einmal angekommen, ist es immer eine gute Idee, erstmal alle Zutaten im Stil eines 0815-YouTubers auf den Tisch zu werfen. Danach einfach alles in den Mixer werfen, umrühren, rausnehmen, kneten, wieder alles zurückwerfen,
wieder umrühren, wieder rausnehmen, wieder kneten, in einzelne Teile aufteilen, Farbe reinschütten, in Mixer werfen, umrühren, rausnehmen. 3 Tage später. Und schon ist es vollbracht. Okay, vielleicht war das auch nicht so toll. Nun ja, Leute, viel mehr ist eigentlich in dem Jahr auch nicht passiert. Außer, dass ich auf Twitter immer mehr Follower verloren habe, weil alle sich dachten, hey, was folge ich diesem Spast überhaupt noch? Der macht doch eh keine Videos mehr. Außer, dass ich die letzten 2 Freitage für Live for Life einen Stream gemacht habe. Das Ganze war im Prinzip so eine Art Spendenstream, wo wir für ein paar Organisationen Spenden gesammelt haben mit ein paar anderen Streamern zusammen. Und ich muss sagen, ich war im ganzen Projekt der einzige Typ, der kein wirklicher Streamer war. Aber ich habe irgendwie trotzdem mitgemacht und das waren meine ersten wirklichen 2 Streams, daher war es sehr interessant. Auch interessant ist, dass ich dieses Video aufnehme, bevor ich den 2. Stream mache, aber ich gehe mal einfach davon aus, dass ich den 2. Stream auch noch machen werde, aber ich werde es sicher nicht schaffen, das Video davor auch noch zu schneiden. Und ich weiß nicht, ob ich dieses Video vielleicht auch hochlade, bevor das Projekt auch noch zu Ende ist. Deswegen, wenn ich es davor hochlade, dann werde ich auf jeden Fall unten in die Beschreibung einen Link zu dem Twitch-Kanal reinpacken. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ich werde nicht mehr streamen, aber vielleicht jemand anders. Vielleicht interessiert euch das ja. Und wir werden auf jeden Fall auch irgendwann mal noch eine 2. Staffel machen, wo ich wahrscheinlich wieder dabei bin, hoffe ich mal. Und wenn nicht, dann könnt ihr ja da dann mal vorbeischauen. Ansonsten könnte man sich jetzt natürlich fragen, hey Chris, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Und um ehrlich zu sein, ich habe nicht wirklich eine Ahnung. Aber ich denke auch, wenn ich das schon einmal gesagt habe, dass es jetzt weitergeht, denn ich bin jetzt schon seit einigen Monaten immer dabei zu denken, hey, ich will eigentlich wirklich mit YouTube weitermachen und irgendwie fehlt mir das total. Aber irgendwie war dann immer irgendwas dazwischen und ich habe es nie so wirklich hingekriegt. Ich habe jetzt gerade 2 Wochen Ferien, deswegen werde ich es vielleicht jetzt schaffen, noch 2, 3 Videos zu produzieren. Und ich hoffe, es wird dann jetzt irgendwie einigermaßen regelmäßig weitergehen. Und mit regelmäßig meine ich nicht so wie jetzt im Moment so ungefähr, naja, alle 5 Monate mal ein Video, sondern vielleicht auch so ein Video alle 1 bis 2 Wochen, hoffe ich. Ansonsten würde ich mal sagen, vielen Dank, dass ihr noch dabei seid und ich gehe jetzt das Video schneiden. Tschüss. Fuck.